Hallo und herzlich willkommen in den Chiemgauer Alpen. Herzlich willkommen auf unserer Tour zum Feichteck. Und wieder einmal herzlich willkommen bei Mountain Guide. Das Feichteck in dem Samerbergengebiet ist vielleicht einigen ein Begriff, aber nicht allen, würde ich jetzt mal behaupten. Umgeben von seinen bekannten Nachbarn wie dem Heuberg oder dem Kitzstein oder auch dem Hochries, glaube ich, ist das Feichteck dann doch eher unbekannt. Nichtsdestotrotz ist das jedes Mal eine Tour wert. Ihr habt am Rundflug jetzt vielleicht schon gesehen, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, diesen Weg, den wir hier in diesem Video haben, um ein massives Stückchen zu verlängern. Dazu komme ich jetzt dann auch noch. Aber vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was über den Weg da hoch. Der Weg bis zur Dorgelalm, an der wir vorbeikommen, ist, wie man sehen kann, wenn man nicht die Abkürzungen, also die Waldpfade nimmt, durchgängig sehr leicht und sogar mit dem Kinderwagen begehbar. Das heißt, für Familien bis zur Dorgelalm, um da einzukehren, könnt ihr sogar mit Kinderwagen hoch. Wir hingegen, wir sind nicht dauerhaft auf dem Forstweg geblieben. Wir haben natürlich zwischendrin die Abkürzungen durch den Wald genommen, weil wir halt einfach keinen Kinderwagen hatten. Ab der Dorgelalm wird es dann für Kinderwagen nicht mehr so geeignet. An der Schwierigkeit selber ändert sich nur minimals nach oben etwas von sehr leicht auf leicht. Denn aus einem geteerten Weg wird jetzt dann ein Forstweg bzw. ein Waldsteig zwischendrin auch mal. Nichtsdestotrotz bleibt die Schwierigkeit hier wirklich mäßig. Während ihr, meine Lieben, zugucken könnt, wie wir Richtung Gipfel gehen, werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen zu diesem Gipfel selber, beziehungsweise diese Hochriesgruppe. Das Feichteck ist im Endeffekt nichts anderes als ein weniger bekannter und im Vergleich zum Hochries sehr ruhiger Gipfel. Das Hochries ist mit der Bahn begehbar, dazu wird es aber ohne Bahn die Aufstiegsvariante auch noch geben als Video. Und zusätzlich, und das macht diese Tour so reizvoll, man kann hier wirklich einen langen und schönen Rundweg gehen, indem man vom Feichteck ein Stück zurückgeht, den Kamm weiter Richtung Karkopf. Den Karkopf kann man mitnehmen, wenn man diese leichte Kraxelei haben möchte, oder auch komplett umgehen, das geht auch. Weiter zum Hochries, da die Menschenmenge genießen, wem es gefällt, und vom Hochries aus dann wieder absteigen und hat am Ende einen wunderschönen langen Rundweg hinter sich. Diese komplette Rundwegtour, auch dafür wird es ein Video geben. Ihr bekommt das alles in der Beschreibung verlinkt, keine Sorge. Die Aussicht ist phänomenal, wie so oft auf einem Berg. Vom Heuberg bis hin zu den höheren Gipfeln der Umgebung, alles sichtbar, überhaupt kein Problem. Den Karkopf kann ich euch übrigens nur empfehlen. Wer ganz leichte Kraxelei ein bisschen haben will, der sollte das unbedingt mal probieren. Hier sind wir oben auf dem Kamm. Pölcher schneit und hier hat man dann die Wahl. Es ist alles beschildert, man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Die 20 Minuten zum Feichteck sind ab hier auch kaum der Rede wert. Das ist dann auch das letzte Stückchen Waldsteig, das gleich kommt. Und das war's dann auch schon. Da kann man dann Pause machen und sich dann immer noch in Ruhe entscheiden, steigt man ab, wie man aufgestiegen ist, so wie es jetzt in dieser Tour der Fall wäre. Oder man macht eben den Gesamtrundweg. Dann empfehle ich euch, unten den Link anzuklicken, dann würdet ihr nach dem Gipfelrundumblick quasi sehen, wie es weitergehen würde. Mal so ganz nebenbei sage ich es euch jetzt schon, das war's.
Meine Lieben, das war die Tour zum Feichteck. Ich kann's wie immer nur sagen, geht sie, erlebt dieses Abenteuer, kehrt in der Dorgelalm ein, die ist es wert. Macht am besten auch noch den Rundweg, schaut euch das Video dazu an, liked es, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommi da, kennt ihr diesen Gipfel, habt ihr ihn schon gemacht, habt ihr vor, ihn zu machen, hat es euch vielleicht geholfen, der Ausblick hier, wie man sieht, wunderschön. Zu allerletzt, nur mit Mountain Tour Guide erreichst du diesen Gipfel gescheit. Viel Spaß, meine Lieben, bis zum nächsten Mal.